S-Verweis in Excel. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich habe hier eine Fahrtenabrechnung und ich muss täglich hier notieren, wohin bin ich gefahren, wie groß war die Distanz und zusätzlich noch die Postleitzahl. Das ist doch irgendwie mühsam. Excel soll mir dabei helfen. Ich möchte nur die Ortschaft eintragen, dann spuckt mir Excel automatisch die Distanz aus und natürlich auch die Postleitzahl. Tja, irgendwo habe ich ja auch jetzt eine Liste in Papierform, wo ich genau diese Sachen nachschlagen kann, aber das soll nun Excel selber machen. Also ich brauche eine Art Lexikon, ein Nachschlagewerk. Ich habe hier ja bereits ein kleines Nachschlagewerk, denn das sind ja immer etwa die gleichen Ortschaften, wo ich hinfahre. Ich kopiere mir einmal genau dieses Lexikon. Ich drücke Ctrl-C und jetzt stelle ich das irgendwo hin. Es spielt eigentlich keine Rolle. Es macht Sinn, dass ich das hier irgendwo daneben stelle. Ctrl-V. Ich habe hier mein Lexikon und ich will nachher nachschlagen das Wort Rothenburg. Im Lexikon muss das gesuchte Wort ganz links stehen. Im Moment steht hier die Postleitzahl, also ich verschiebe einmal diese Postleitzahlen nach rechts. Und ich habe hier noch doppelte Werte. Hier steht Rothenburg, da schon wieder Rothenburg. Das muss ich noch verbessern. Ich markiere hier mein Lexikon. Excel spricht von der Matrix. Und ich gehe hier zu Daten. Dann hier hinten bei Daten Tool. Achtung, bei Ihnen ist das Werkzeug vermutlich ein bisschen größer als hier bei mir auf dem Laptop. Ich gehe hier zu Duplikate entfernen. Ich werde gefragt, in welchen Spalten, Spalte H, I, J, stimmt genau. Da will ich in dieser Markierung die Duplikate entfernen. Okay, und es hat ein paar entfernt. Es sind noch 15 Werte. Das ist mein Lexikon. Und nun kommt die Formel. Also, hier die Kilometer, das will ich ja gar nicht mehr von Hand eintragen. Ich lösche das mit Delete. Ebenfalls die Postleitzahlen, das soll nachher automatisch geschehen. Und jetzt trage ich hier bei den Kilometern die Formel ein. Ich mache die Spalte ein bisschen größer, damit man das besser sieht. Und hier entferne ich noch eine Spalte. Also, ich lege los. Das ist ein sogenannter Spaltenverweis, deshalb S-Verweis. Also gleich S, V und Excel hilft mir bereits. S-Verweis, Doppelklick hier drauf, S-Verweis, genau, Klammer auf. Und jetzt hat diese Funktion vier Argumente. Was suche ich? Wo ist das Lexikon? Welche Spalte soll ausgespuckt werden und muss das genau übereinstimmen? Also, was suche ich eigentlich? Ich suche das hier, Rothenburg. Okay, das ist jetzt natürlich stellvertretend. Ich suche das, was in der Zelle C7 ist. Es kommt schon das nächste Argument, also Strichpunkt. Wo ist die Matrix? Also wo ist das Lexikon? Hier rechts, ich markiere das Lexikon und das wird hier sauber übernommen. Das ist von der Zelle G7 bis I21. Und das nächste Argument, welche Spalte soll denn hier bei Kilometer ausgespuckt werden? Das ist die erste Spalte, das ist die zweite und das ist die dritte. Also die zweite Spalte soll ausgespuckt werden, also 2. Und jetzt das letzte, ist ein bisschen komisch, muss das ungefähr übereinstimmen oder genau? Es soll genau übereinstimmen. Lassen Sie sich nicht verwirren von diesem Falsch hier. Es ist nämlich genau das Richtige. Also Doppelklick hier drauf und die Klammer schließen. Ich drücke die Enter-Taste und 36. Wunderbar. Und ich ziehe mal diese Formel nach unten. Und jetzt, da stimmt was nicht. Ich schaue mal nach. Und zwar hier Doppelklick und ich sehe, es ist fast richtig gewesen, aber immer wenn ich hier eines nach unten rutsche, dann rutscht ja auch die Matrix eines nach unten und die verschiebt sich immer weiter nach unten, die muss natürlich noch fixiert werden. Also ich gehe nochmals in die erste Zeile und fixiere hier das G7 und I121 mit Dollarzeichen. Am schnellsten geht es mit der Taste F4, Dollarzeichen. Und jetzt stimmt die erste
Funktion, ich ziehe das wieder nach unten und jetzt funktioniert das. Ich kann also auch die Spalte hier wieder ein bisschen schmaler machen. Also jetzt schaut Excel immer nach, wohin ich gefahren bin. Und wenn ich auch hier oben nach Altwies gefahren bin, Altwies, dann ändert natürlich die Kilometerzahl. Wenn ich aber Altwies falsch schreibe mit einem IE, dann meckert Excel und sagt nicht vorhanden. Also das schaut wirklich ganz genau, was ich hinschreibe. Das geht nun natürlich bei der Postleitzahl genau gleich oder ich kopiere doch gerade diese Funktion, man sieht sie auch hier oben, nach links. Also Ctrl-C, Ctrl-V und ich schaue mal nach, etwas stimmt da noch nicht. Also Doppelklick hier drauf. Also was wird gesucht? Jetzt sucht es das Datum. Ich suche natürlich nicht nach dem Datum, sondern hier in der Spalte C7 suche ich wieder im Lexikon und diesmal soll es natürlich die dritte Spalte ausspucken, denn hier in der dritten Spalte des Lexikons steht die Postleitzahl, also hier eine 3 und der Rest stimmt wieder, Enter und jetzt steht hier vorne die Postleitzahl und das stimmt natürlich immer und wenn ich hier irgendwo statt nach Kappel nach Altwies fahre, Altwies, Enter, dann wird sofort die Kilometerzahl und natürlich auch die Postleitzahl sofort angepasst. Jetzt ist es noch ein bisschen unschön, dass hier die Matrix gerade hier neben dieser Abrechnung steht. Die will ich noch verschieben. Ich erstelle hier beim Plus eine neue Tabelle und sage hier mal Lexikon, Lexikon, Enter. Und ich verschiebe hier mein Lexikon auf diese Tabelle, also Ctrl-X ausschneiden. Ich gehe zum Lexikon. Ich kann die irgendwo hinstellen. Ich stelle sie mal dahin. Ctrl-V. Und ich schaue mal nach, funktioniert das noch? Hier vorne. Ich schreibe hier einmal, ja, immer wieder Altwies, also Altwies, Altwies, Enter. Funktioniert perfekt. Hat denn Excel das hier angepasst? Doppelklick hier drauf. Tatsächlich, es hat gemerkt, dass mein Lexikon in der Tabelle Lexikon ist, also meine Matrix. Und wenn ich auf eine andere Tabelle verweise, nehme ich genau diesen Namen hier plus ein Ausrufezeichen und dann natürlich wieder das fixierte Lexikon, die zweite Spalte und es muss genau übereinstimmen. Perfekt, das war's.